Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Diesmal möchte ich Ihnen erklären, was ein endlicher Automat, genannt auch Zustandsmaschine, genannt auch Zustandsautomat oder auf Englisch eine Finite State Machine, was das Ding überhaupt ist und wie wir es beim Programmieren nutzen können. Es ist in der Tat eigentlich ein mathematisches Konstrukt, das man aber auch sehr gut grafisch darstellen kann als ein Graphen. Das müssen wir jetzt hier nicht verstehen, was es ist. Wir werden das ja auch an Beispielen sehen. Und ich möchte Ihnen tatsächlich in diesem Video diese einfachere grafische Variante vorstellen, mit der Sie Ihre Programme etwas besser planen, implementieren und vor allem evaluieren können, ob es da eventuell irgendwelche Fehler sich reingeschlichen haben. Also ein Zustandsautomat ist eigentlich nichts weiteres als eine mathematische oder eben grafische Beschreibung von dem Verhalten von einem System. Das System besteht aus Zuständen, die werden wir mit Kreisen dann repräsentieren, und Ereignissen, die von einem Zustand zu einem anderen Zustand führen können. Damit ein Programm richtig übersichtlich ist, muss es eigentlich so aussehen, dass man verschiedene Zustände hat und von einem Zustand muss man eben in einen ganz bestimmten anderen rübergehen können. Und das muss definiert sein. Das muss nicht zufällig passieren, sondern eben definiert. Wir versuchen es jetzt erstmal mit einer Ampel, einer ganz normalen Autoampel, die keine Fußgängerampel, nichts Kompliziertes, sondern einfach rot bleibt, dann kurz auf gelb geht, bevor sie auf grün schaltet und dann von grün auf rot natürlich wieder über gelb. Normalerweise würde ich mir so eine Ampel natürlich so anmalen, dass ich sage, oben, unten ist grün, ganz oben ist rot und in der Mitte haben wir unseren gelb. So, das ist beim Programmieren. Wir versuchen es jetzt erstmal, dann werden wir sehen, was passiert. So, wichtig zu wissen, das ist eben eine Ampel. Normalerweise ist es so, dass wir bei zum Beispiel Rot anfangen und diesen Anfangszustand, also da, wo das System startet, wenn man es hochfährt, wenn man es einschaltet, diese Maschine oder dieses Programm, das bezeichnen wir als einen Startzustand und wir schreiben oft auch dazu einfach Start, damit es klar ist, dass es tatsächlich der Startzustand ist. Der ist ein bisschen komisch, weil das Pfeil führt von nirgendwo einfach hinein diese Zustände rein, aber das ist genau die Bedeutung. Von nichts, da starten wir. Wenn es einmal rot ist, dann möchten wir nach einer bestimmten Zeit auf gelb schalten. Das ist jetzt hier mein Gelb. Sagen wir mal, es sollte 60 Sekunden lang rot sein und dann auf gelb schalten. Ob das jetzt realistisch ist, interessiert uns im Moment gar nicht so richtig. Dann nach einiger Zeit, die bedeutend kürzer ist als die Rotphase, sagen wir mal 5 oder 10 Sekunden, damit sich die Autos einfach vorbereiten können, dass es gleich jetzt grün wird, wird es auf grün geschaltet. Hier ist jetzt hier mein Grün. So, und dann müssen wir gucken, bei Grün, wenn ich einmal in Grün bin, nach, sagen wir mal, weiteren 60 Sekunden, müssen wir wieder zurück auf Gelb schalten. 60 Sekunden. Und dann wiederum auf Rot. Es gibt jetzt keinen Grund, irgendetwas anderes zu nehmen als die unsere 10 Sekunden. Jetzt müssen wir uns unseren Automaten ein bisschen anschauen und analysieren. Mal gucken, was er so überhaupt macht. Erstens fällt auf, der läuft unendlich. Es gibt keinerlei eine Möglichkeit, keinen Zustand, der, aus dem wir nicht mehr herauskommen. Aus Rot gibt es einen Pfeil, aus Gelb gibt es sogar zwei Pfeile raus und aus Grün gibt es auch einen Pfeil raus. Das bedeutet, er läuft unendlich. Das ist schon mal okay, denn eine Ampel sollte eigentlich so lange laufen, bis irgendjemand sie ausschaltet. So, was anderes uns auffällt, ist allerdings, dass aus dem Gelb, aus dem Zustand Gelb, führen jetzt zwei Möglichkeiten heraus. Und das ist später beim Programmieren von diesem Zustandsautomaten, von diesem System, tatsächlich problematisch. Denn wichtig beim Programmieren von einem endlichen Automaten ist, dass er deterministisch ist. Deterministisch bedeutet, ich bin in einem ganz bestimmten Zustand und ich weiß ganz genau, was mein nächster Zustand ist. Nicht deterministisch würde bedeuten, dass ich in einem bestimmten Zustand bin und ich habe hier zwei Möglichkeiten und ich weiß nicht so genau, wo ich hingehen sollte.
Das ist manchmal ganz praktisch, wenn man es zum Beispiel per Zufall entscheiden möchte, dann sind nicht-deterministische Automaten vollkommen in Ordnung. Aber in unserem Fall wollen wir natürlich, dass die Ampel, wenn sie einmal auf gelb ist, dass sie nicht zufällig sich für rot oder grün entscheidet. Das wäre fatal. Eine andere Möglichkeit wäre, sich zu merken, woher man kommt. Das heißt, wenn das Gelb davor war es rot, muss ich mir das merken. Das ist eine sogenannte Erinnerung im Automaten, also Memory Finite State Machine, Memory Full, und bedeutet prinzipiell, dass ich mir mehr merken muss, als ich eigentlich sollte. Es wäre schöner, eleganter, simpler zum Programmieren, wirklich viel einfacher, wenn ich jetzt diesen Gelbzustand in zwei splitten würde. Das mache ich jetzt hier. Und die zwei Zustände, das sind jetzt eigentlich zwei Zustände hier draus geworden. Und einmal ist es das Gelb vor Grün und das andere ist jetzt Gelb vor Rot. Auf diese Art und Weise kann ich dann von einem Zustand zum nächsten springen und es ist absolut deterministisch, was genau da passiert. Und letztendlich ist es auch egal, wie viele Zustände wir genau haben. Hauptsache ist, dass das System korrekt läuft und dass wir ganz genau wissen, dass das Verhalten ist das, was wir haben wollten. Und man kann es eben hier auch schon erkennen. Das war jetzt ein gutes Beispiel dafür, wie man etwas von der realen Welt überträgt auf einen Zustandsautomaten oder eine Zustandsmaschine und eben ein paar Änderungen vornehmen muss, bevor man das implementiert, damit eben bei der Implementierung nichts schiefläuft und sie wirklich eleganter und einfacher abläuft. Später könnte man sich jetzt in dieser Ampel überlegen, wie könnte ich sie zum Beispiel ausschalten, indem sie nur auf Gelb geht. Das kann man auch alles machen. Wir bleiben aber hier bei unserem einfachen Beispiel. Ein Beispiel noch möchte ich Ihnen aber zeigen. Und zwar eine Interaktion mit einem Benutzer. Wann möchten wir eine Interaktion mit einem Benutzer? Stellen Sie sich mal vor, Sie möchten als Begrüßung für ein automatisches Telefongespräch erstmal erkennen, wer da vor Ihnen steht, oder Sie möchten eine kurze Begrüßung machen vor einem Spiel und so weiter und so fort. Dieses kleine Beispiel nehmen wir jetzt uns heraus und überlegen, wie können wir das mit einem Zustandsautomaten darstellen. Nehmen wir doch mal an, wir wollen den Benutzer nach seinem Vornamen fragen und nach seinem Geburtsdatum. Und je nachdem, was der Vorname und das Geburtsdatum sind, möchten wir eine personalisierte Begrüßung daraus erstellen. Erstens müssen wir uns fragen, was sind die Zustände in diesem System? Die Zustände sind immer so definiert, wenn man schon ein bisschen vorgreift und an sein Programm letztendlich denkt, an ein System, an seine Maschine. Ein Zustand ist da, wo das Programm richtig gut definiert ist. Das heißt, ich kann da immer reingucken und sagen, der tut gerade das und das, sein Zustand ist das oder jenes. Und normalerweise warten wir auf die nächsten Ereignisse. Diese Ereignisse können eine einfache Verzögerung sein. Das heißt, ich warte genau wie bei der Ampel. Ich warte, dass die 60 Sekunden einfach ablaufen. Das ist immer noch, mein Zustand ist immer noch klar und deutlich. Ich bin auf Grün. Oder ich habe eine Frage gestellt dem Benutzer und ich warte gerade auf seine Antwort. Das ist auch ein sehr klares definierter Zustand, den wir gut nutzen können. Deswegen nehmen wir das jetzt auch und wir werden einfach sagen, Zustand Nummer 1, die Anzahl ist eigentlich vollkommen egal, und wir nennen jetzt diesen Zustand, wie heißt du? Der Name ist jetzt vielleicht ein bisschen sperrig. Dafür ist es klar und deutlich, was wir wollen. Und wie immer rate ich euch dazu, Variablen, Zustände immer so zu benennen, dass man auch Jahre später versteht, was da gemeint wurde. Nicht X1, Zustand 1, Zustand 2. Das ist sehr, wirklich überhaupt nicht zielführend. Und bereits beim Ende des Programmierens, also am gleichen Tag, weiß man nicht mehr, was man eigentlich damit gemeint hat. Das wäre auch unser Startzustand, denn was anderes fragen wir ja davor gar nicht. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten.
Nehmen wir doch mal an, wir wollen doch überprüfen, ob der Benutzer oder die Benutzerin uns tatsächlich einen gültigen Namen gegeben hat. Hat er jetzt 123 eingegeben? Hat er vielleicht eine E-Mail-Adresse eingegeben? Oder hat er tatsächlich Anna eingegeben? Das überprüfen wir, sagen wir mal, irgendwo. Das interessiert uns in dem Verhalten von dem kompletten System eigentlich nicht, wie wir genau das überprüfen. Aber es gibt eben die zwei Möglichkeiten. Entweder, damit fangen wir jetzt ein bisschen an, ist das ein ungültiger Name? Und in diesem Fall werden wir aus unserem Zustand zwar herauskommen und wieder zurück. Das bedeutet, wir wechseln eigentlich den Zustand nicht, aber es ist wichtig, dass wir das Verhalten von diesem Zustand nochmal generieren. Mit anderen Worten, ich bleibe da nicht jetzt einfach stecken, sondern ich werde meine Frage wiederholen. Das werden wir dann später in einem weiteren Video sehen, wie wir das genau programmieren. Natürlich gibt es auch noch die Möglichkeit, dass es alles gültig ist. Und in diesem Fall werden wir in einen neuen Zustand übergehen. Und zwar wird der sein, wann bist du geboren? Und hier haben wir wiederum die zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es ein ungültiges Datum. Oder eben es ist gültig. Und dann kommen wir zu dieser Reaktion, also was auch immer da die Begrüßung ist oder die personalisierte Nachricht oder wie auch immer. Das benennen wir jetzt einfach Reaktion. Denn wie gesagt, hier konzentrieren wir uns auf das Verhalten des Systems und nicht auf die Einzelheiten, was es genau tut. Und diese Reaktion ist jetzt, sagen wir mal, Hallo Anna, wie auch immer. Du bist genau so und so viele Jahre alt, das sage ich jetzt hier nicht. So, was ist jetzt interessant zu sagen über diesen Zustandsautomaten oder über unsere Zustandsmaschine? Wir haben wie immer einen Startzustand, und zwar, wie heißt du? Damit fangen wir immer an. Wir fangen nie mit, wann bist du geboren? Das ist wichtig. Wenn der Name ungültig war, dann wiederholen wir unsere Frage. Wenn sie gültig war, wenn die Eingabe gültig war, dann kommen wir zur nächsten Frage und da machen wir genau den gleichen Trick, überprüfen, entweder gleich bleiben oder zur Reaktion rübergehen. Was jetzt interessant ist, ist, dass diese Reaktion hier, diese Zustandreaktion, hat keine Pfeiler heraus. Das bedeutet, das ist eigentlich auch unser Endzustand. Endzustand bedeutet, ich komme da rein und da passiert gar nichts mehr. Entweder wird das Programm beendet oder eben ein nächstes Programm dann gestartet und so weiter. Damit das etwas sichtbarer ist auf dem Zustandsautomaten, damit man das nicht suchen muss, macht man um diesen Endzustand so eine Doppellinie. Damit sieht man es sofort. Da muss man auch nicht irgendwie Ende schreiben oder sowas, sondern das ist einfach die Repräsentation für einen Endzustand. Es ist übrigens möglich, dass man mehrere Endzustände hat. Man kann auch woanders enden, je nachdem, was die Eingaben waren, je nachdem, welche Berechnungen stattgefunden haben und so weiter. Was auch noch wichtig ist, ist zu besprechen, was ist jetzt mit den zwei verschiedenen Pfeilen, die aus wie heißt du zum Beispiel rauskommen aus diesem Zustand. Wir haben ja hier einmal und hier zweimal. Wir haben es bei der Ampel besprochen, dass das gar nicht so trivial ist, denn wir wollen das eigentlich nicht haben. Wir wollen deterministisch bleiben. In unserem Fall sind wir aber deterministisch, weil die Ereignisse deterministisch sind. Das heißt, ich werde nicht zufällig entscheiden, ob das jetzt ungültig oder gültig ist, sondern ich überprüfe die Eingabe und dadurch wird mein Automat wieder deterministisch und ich kann sagen, entweder ist es ungültig oder die Eingabe war gültig und dann kann ich weitermachen. Das ist eben sehr wichtig, wenn man so einen Graphen oder so eine grafische Darstellung von einem Zustandsautomaten analysiert. Es muss deterministisch bleiben, es muss einen Startzustand geben, man muss sich ganz genau überlegen, möchte man das unendlich haben, wie die Ampel davor, oder möchte man ein Ende haben, so wie bei der Reaktion hier?
Dankeschön. Damit wissen Sie, was jetzt ein Zustandsautomat ist oder auf Englisch nochmal Finite State Machine. Damit wird es auch sehr oft abgekürzt mit FSM. Und in den nächsten Videos werden wir dann sehen, wie man sowas eigentlich programmiert. Wie überführt man die grafische Darstellung von einem Zustandsautomaten in ein Programm?